Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf der Tribüne, aber ganz besonders meine lieben Kollegen von der Grünen-Fraktion. Was soll dieser Antrag eigentlich? Sie wollen das Deutschlandstipendium abschaffen? Ist das Ihre Botschaft? Ihre Botschaft an etwa 22.000 Stipendiaten? Für Sie gibt es kein Stipendium mehr? An die vielen Förderer, die im letzten Jahr allein 24 Millionen Euro für das Stipendium gegeben haben? Euer Geld brauchen wir nicht mehr. Wir wirtschaften wieder ohne euch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Es ist offenkundig, dass das Deutschlandstipendium ein Erfolg ist, dass es Kraft kostet, auch in Form von Verwaltungskosten, ein neues, so nie dagewesenes Programm anzuschieben. Das ist doch wohl klar. Es ist wie mit neuen Schuhen. Zuerst drücken Sie so ein bisschen und dann müssen Sie eingelaufen werden, damit man damit einen langen Weg laufen kann. Jetzt haben die Hochschulen die Strukturen aufgebaut. Jetzt läuft es und jetzt kommen Sie und sagen, alles umsonst, zurück auf Null. Wissen Sie eigentlich, dass der Bund mit dem Deutschlandstipendium jetzt etwa doppelt so viele Studierende fördern kann, als vorher allein nur über die Begabtenstipendien? Dadurch, dass private Förderer wie Unternehmen, Stiftungen oder auch Privatpersonen die eine Hälfte der Stipendien tragen, hat sich jetzt in der Tat eine ganz neue Stipendienkultur in Deutschland etabliert. Eine private, öffentliche Bildungspartnerschaft. Was ganz Neues. Gewöhnen Sie sich mal dran. Das ist eine Stipendienkulturrevolution sozusagen. So ist es. Sie können ja mitmachen. So vielfältig wie heute war die Geberseite noch nie. Die Möglichkeit, mit überschaubaren Beiträgen ein überschaubares Engagement zu leisten, lockt auch viele Privatpersonen. Einige Universitäten bieten zum Beispiel auch Crowdfunding an, bei dem mehrere Spender mit kleinen Beiträgen einen Stipendiaten finanzieren. So werden Menschen erreicht, die zuvor kaum oder gar keinen Kontakt zur örtlichen Hochschule hatten. Gerade diese Förderer sind oft besonders begeistert von diesen engagierten Menschen, die sie sonst nie getroffen hätten. Und so wird auch die Hochschule ein deutlich lebendigerer Teil der Zivilgesellschaft. Bei den Veranstaltungen zum Deutschlandstipendium, zum Beispiel den Vergabefeiern, entstehen jetzt neue Kontakte zwischen Studierenden, Universitäten und Spendern, von denen alle Seiten profitieren. Hier heißt mitmachen, gemeinsam gewinnen. Ganz nach dem Motto des Deutschlandstipendiums: voneinander lernen, miteinander fördern. Viele Unternehmen bieten ihren Stipendiaten zusätzlich zu den finanziellen Mitteln Einblicke in ihre Betriebe. Es entwickeln sich Netzwerke, die auch in die Region hinaus und eigentlich auch global wirken. Studierende verschiedener Fächer finden über Projektarbeit zueinander und durch Verknüpfungen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie Privatleuten bilden sich völlig neue Synergieeffekte. Aber wer bekommt eigentlich ein Deutschlandstipendium? Jemand, der überdurchschnittliche Leistungen erbringt, und zwar nicht nur in seinem Studienfach. Die Stipendiaten sind entweder ehrenamtlich engagiert oder in vielen Fällen der erste Studierende in der Familie oder familiär stark eingebunden oder erst kürzlich nach Deutschland gekommen, mussten dazu möglicherweise sogar Hindernisse überwinden und die deutsche Sprache lernen. Das sind alles Leistungen, die nicht mit Noten zu bewerten sind. Um die auch einmal anzuerkennen, ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Hier werden nämlich Talente erkannt, die noch andere Kompetenzen haben, die ebenso elementar wichtig sind wie fachspezifische Begabung. Unser Land, wir brauchen Menschen mit Persönlichkeit und einem Sinn für das, was unsere Gesellschaft voranbringt. Gerade die Anerkennung durch das Stipendium, haben mir viele erzählt, stärkt ihr Selbstbewusstsein und ihre Motivation, weiterhin diese hohe Leistung zu bringen. Und auch wenn 300 Euro niemanden vollfinanzieren, so machen sie doch oft den entscheidenden Unterschied aus. Ob ein Nebenjob nötig ist, ein Auslandssemester drin sitzt oder die Belegung von Kursen über den normalen Lehrplan hinaus. Das ist es, was sie den Deutschlandstipendiaten, den Förderern und den Hochschulen alles wieder nehmen wollen. Meine Damen und Herren, die Westfälische Wilhelms-Universität in meinem Wahlkreis Münster verzeichnet in diesem Jahr
mit 223 Stipendiaten von 84 Förderern einen neuen aktuellen Rekord. Hier erfolgt die verantwortungsbewusste Auswahl der Stipendiaten zentral unter Beteiligung aller Fachbereiche. Und für die Uni Münster ist dieses Verfahren ein Stück gelebte demokratische Kultur. Und gerne weise ich darauf hin, dass die erste Initiative für ein paritätisch gefördertes universitäres Stipendium aus Nordrhein-Westfalen kam. Und weil das NRW-Stipendium so ein großer Erfolg war, wurde es vom Bund übernommen. Und mittlerweile, und das wissen Sie auch, beteiligen sich 3/4 aller Hochschulen an diesem Programm. Und rund 90% aller Studierenden können sich an ihrer Hochschule um ein Stipendium bewerben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, die Evaluation zum deutschen Stipendium läuft, das wissen Sie. Das Stipendium ist jetzt gerade mal im 5. Jahr. Eine Evaluation zu einem früheren Zeitpunkt hätte doch wohl wenig Sinn gehabt. Aber jetzt gerne zu Ihrem Antrag. Das Stipendium sei bürokratisch. Die Verwendung öffentlicher Mittel verlangt Transparenz. Und dazu gehört eben auch ein wenig Bürokratie. Die Uni Münster macht hier übrigens die Erfahrung einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit, hören Sie doch einfach mal zu, einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit dem zuständigen Landesministerium in Düsseldorf. Und Frau Ministerin Löhrmann ist bekannterweise, wie Sie wissen, von den Grünen. Vielleicht könnten Sie sich ja mal intern austauschen, was das Deutschlandstipendium Gutes hat. Ist das Stipendium ungerecht? Wenn sich alle bewerben können, gleich welcher Herkunft, gleich welchen Einkommens und welchen Studienfaches? Und die Zahl der BAföG-Empfänger ist unter den Deutschlandstipendiaten übrigens etwa genauso hoch wie im allgemeinen Durchschnitt der Studierenden. Und dann der Punkt, den Sie sagen, das Stipendium bringt keine Motivation für ein Studium. Also die Motivation für ein Studium muss der Student doch in der Tat erstmal selbst mitbringen. Und das Deutschlandstipendium ist darauf ausgerichtet, junge Menschen, die sich bereits für ein Studium entschieden haben, zu unterstützen. Und hier erweist sich das Deutschlandstipendium, anders als Sie es sagen, als äußerst tauglich. Sie fordern, die für das Deutschlandstipendium verwendeten Gelder zusätzlich in die BAföG-Mittel zu stecken. Das ist aber meiner Ansicht nach Gießkannenprinzip mit einem monokausalen Auswahlprinzip der Einkommensgrenzen. Das Deutschlandstipendium berücksichtigt verschiedene Kriterien bei der Vergabe und belebt dadurch auch die Diversität der Stipendiaten. Sie fordern die Mittel, das haben Sie gerade auch noch in der Rede gemacht, die Mittel für geflüchtete Studierende aus Kriegs- und Krisengebieten zu verwenden und dabei die soziale Situation der Flüchtlinge zu berücksichtigen. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass genau diese im Hinblick auf das Studium biografischen Hürden bei der Auswahl zum Deutschlandstipendium insbesondere Berücksichtigung finden. Liebe Zuhörer, vor 2 Tagen war hier in Berlin die Jahrestagung zum Deutschlandstipendium. Ich habe niemanden von Ihnen da gesehen. Wie schade. Sie hätten Dinge erfahren können, die Sie vielleicht gar nicht erfahren wollen. Zum Beispiel hätten Sie erfahren können, dass die Hochschulen über diese neue Aufgabe auch einen neuen Blick auf die vielen Menschen gewinnen, die mit all ihren Facetten zu Ihnen kommen. Und die Hochschulen lassen sich bei der Auswahl der Stipendiaten eben nicht hereinreden. Das haben Sie mehrfach gesagt. Und auch nicht von den Förderern. Und den Stipendiaten, respektive den Wissenschaftlern, liegt das auch ganz fern. Mehrfach habe ich den Satz gehört, Wissenschaftler ticken gar nicht so. Und zum Beispiel habe ich auch erlebt, dass Stipendiaten eigene Projekte entwickeln, um, wie Sie sagen, etwas zurückzugeben. Sie wollen nicht nur Empfänger des Geldes sein, sondern etwas dafür tun. Und der Stifterverband hatte dafür einen Wettbewerb ausgelobt mit dem Motto, macht was draus. Und das haben sie alle gemacht. Die Sieger wurden ausgezeichnet. Zum Beispiel dafür, dass sie in Brennpunktschulen gehen und Schülern die Schwellenangst vor der Uni nehmen. Dass sie in Ruanda dafür sorgen, dass im Krankenhaus nicht nur Medikamente, sondern auch Essen verteilt wird. Und dass Flüchtlingskinder dabei unterstützt werden, Musik- und Sportangebote wahrzunehmen. Frau Benning, denken Sie an die Redezeit. Das ehrenamtliche Engagement, das wir alle nicht hoch genug schätzen können, ist es das. Unsere Gesellschaft braucht nicht noch viel mehr Selbstoptimierer, sondern welche, die über den Tellerrand schauen und sich für andere einsetzen, hier und anderswo.
Genau solche Menschen erreicht das Deutschlandstipendium. Und was Sie als Ladenhüter bezeichnen, ist unter Studierenden höchst begehrt. Es gibt weit mehr Bewerber als Stipendien, weswegen die Quote auch noch deutlich steigerungsfähiger ist. Was wir jetzt brauchen, sind mehr Stipendiengeber aus Wirtschaft und Gesellschaft. Und die brauchen vor allem die Sicherheit, dass ihr Einsatz auch in Zukunft gefragt ist. Perspektive für alle ist das Stichwort. Deshalb ist Ihr Antrag in jeder Hinsicht kontraproduktiv. Aber er hat uns diese Debatte beschert. Und vielleicht, nein, hoffentlich, trägt sie dazu bei, dass das Stipendium deutlich bekannter wird und mehr potenzielle Förderer bringt. Bei dieser Chance für alle eine echte Win-Win-Möglichkeit mitzumachen. Dann hätte sich die Mühe gelohnt. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin Benning. Nächste Rednerin, Nicole Gulke für die Linke.